Mal zumachen, ne? So. Jetzt besteht keine Gefahr mehr. Okay. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Und hätte nicht vorher schon irgendwas machen müssen. Oh, an was erinnert euch dieses Ventil? Ah, vielleicht seid ihr zu jung. Half-Life. Das war ja von Valve, das, das war das Logo von Valve, ne? Valve. Macht ja auch Sinn, ne? Ventil heißt das, Ventil. Genau, das auf dem Kopf. Der Glatzkopf, wo das hinten drin stecken hat. Exaktimo. Kann da nicht runter mit Dingens. Oh, läuft. Jetzt muss ich nur... Oh, Alter. Das schwitzt hier schon wieder so, ne? Da muss ich hin. Da, wo es blinkt. Das ist mod handling. So, Fusebox has to be somewhere. Somewhere. Oh, da schläft wieder einer. Gehen wir mal direkt hier auf Tauchstation. Nur für den Fall. Dahin. Ganz ruhig. Ganz leise. You get back and fix the fuse. We're fucked otherwise. Was für eine Sicherung. How can I get this one open? No chance. Gehen wir einfach hier lang. Schnell. Schnell. Ich habe das Gefühl, der mag mich nicht. Lass zu. Alter Vater. Ich habe gerade einen Erfolg freigeschaltet. Trifft die Gegner mit einem Wurfgegenstand. Verarsch mich nicht. Begib dich wieder zur Pumpensteuerung, um zum Schutzrelais zu gelangen. Muss ich jetzt... Ne, Pump Control. Oder? War dann. Hä? Egal. Wir sind ja richtig. Das ist die Hauptsache.
Ich höre doch da schon wieder was. Da ist er. Oh, Sackgasse. Da steht er. Da oben. Okay. Fuck off, you cunt. Genau. Fucking really. Aber echt. So, Digga. Hey. Hey, so war das nicht geplant. Locked. Immer noch zu. Hallo. Hallo, hallo. Can anybody hear me? Ah, wusste ich doch. Finley? Kat? No, it's Brody. I thought it was Finley with the lights coming back on. It worked? Oh, thank Christ. Finley was here, but we get separated. You all right? Aye. The rig is needle. We're starting to sink. Are you kidding me? How long till it goes under? Soon, if we do nothing. Oh. Look. I need you to come down to the pontoons. If Wieso geht die unter? What's the point? The pontoons, the electricity, they fucking things. It's a fucking nightmare. What are you on about? You survived this long, haven't you? More than can be said for most of the poor bastards on this rig. Christ, Kaz. Somebody up there must like you. That's what Roy keeps telling me. Aye. Well, he's a Barnsley fan, so... He'll be used to praying. Yeah, you're no wrong there. I'm no wrong about this either. You're the jammiest bastard on this rig. And we need that right now. So let's do this, aye? What are they there today? You let's engage the witches it. In legs A and B, and I'll do the others. Easy. There's a direct route down from engineering. Aye, all right. Okay. I'll find my way down. Top man, Kat. I'll give you a shout over the tannoy if we're in business. So, jetzt ist auf wunderliche Weise die Tür offen. Wer hätte es gedacht? Was hier? Nix. Let's get down. So. Lalalala. Ganz gemütlicher Spaziergang hier. Was stand da? Zu den Depotons. Depotons. Depot? What? What do you want to say? My dear. Die A-Säule. Okay, wir brauchen Feuerlöscher. Und Licht. Licht ist wichtig. Da hängt ein Feuerlöscher. Geht ja auch die Tür auf? Nee. Dann, gib her. Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal. Was auch passiert. Er bleibt ruhig und konzentriert. Alter, und jetzt? Ah. Nehmen wir die Treppe. Leiter. Wie auch immer man das nennt, auf einer Bohrinsel. Oh ja, toll. Ich. Balance. Jump.
jump. It will make your daddy make you jump, jump. Cross cross will make you jump, jump. Oh, oh. Hab's selbst gemerkt. Möpse. Oh, die sind aber schön. Darf ich die mal knuddeln? Ja. Warum? Noch ein Stück runterfahren, ne? Toffel hat auch Möpse. Darf ich die auch rubbeln? Möpse! Mal gucken, mal, ob wir das Ding zwei Stufen runterfahren können. Okay. Fuck. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. I need to sort it at the fuse box or it'll keep shorting out. Was für Sicherungskasten? Der Sicherungskasten? Ja, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Hallo? Kann ich von hier da... Muss ich da dran springen? Guck mal, da war der Kantenmaler. Oh, fuck. Ob ich darüber jumpen kann? Achtung. Ja, sicher. Hä? So ein alter Assassin's Creed-Spieler. Nur der Hebel. Ist gar nicht. Dingenskirchen. Guck mal, da kann man auch klettern. Werde ich wahrscheinlich auch müssen. Alter, da muss ich dran springen. Ich sehe es jetzt schon. Ja, sicher muss ich da dran springen. Oh, da geht's hoch. Ich will da dran springen. Fuck! Don't look down. Komm, dreh dich zurück. Runter? Anscheinend. Sprung geschafft und dann von der Leiter gefallen. Ja, sag mal, warum bist du heute online? Ist doch Dienstag. Ja, Therapeut ist in Urlaub. Muss er gleich mal ausnutzen. Und ja, wie gesagt, da habe ich dann dieses Spiel hier auserkoren. Das soll nur 4 Stunden gehen. Wir haben gestern schon 2 Stunden gemacht. Haben wir heute nochmal 2 Stunden und dann am Donnerstag 2 Stunden, dann haben wir innerhalb einer Woche ein Spiel gespielt. Oh Gott, Alter. Ah, guck mal hier. Komm. Ja, geh doch. Ah, jetzt, ja. Ja, muss man ausnutzen, ne? Wie gesagt, gestern das gestartet und ja, ich würde mal sagen, ein Überraschungshit. Das Training, Brody must have done like sie. Weil das scheint so ein schottisches
kleines Studio zu sein. Ich habe mich nicht informiert, aber wenn ich ein Spiel sehe, was nur 4 Stunden geht, dann kann das ja nichts Großes sein, ne? Kein großes Studio. Alter. Ja, und nicht enttäuscht. Allein, du musst dir mal die Grafik angucken, ne? Wie die Materialien aussehen und so. Das ist jetzt hier gerade ein schlechtes Beispiel. Aber muss man drauf achten. Das ist schon ziemlich fett. Für so ein kleines Möchtegern-Spiel. Counterweights are fucking go. So, Feuerlöscher wäre geil. Oh, muss ich da rüber springen? Alter. Nee, von da bin ich doch gekommen. Muss ich da dran springen? Also irgendwas mit springen. Bin ich mir sehr sicher. Okay, anscheinend muss ich wieder zum Lift und muss ihn wieder zurecht fahren lassen. Oh oh. Ach so, und worum es hier geht, wir sind auf einer Bohrplattform. Und der Charakter hier hat seinen letzten Arbeitstag, wurde am letzten, also bevor er dann wieder nach Hause darf, ist er so, 4 Wochen Bohrinsel, 4 Wochen zu Hause. Und dann ist er auf einmal gekündigt worden vom Chefe. Und... Und dann sind die... Mit dem Bohrer auf eine Gasblase gestoßen, wie sie vermutet haben. Aber anscheinend war das irgendein Vieh, was da unter der Erde gelebt hat. Oh. Ah. Ich hatte recht mit dem Sprung. Und das macht hier gerade ein bisschen Ärger. Anfangs waren wir noch sehr viele Leute hier. Mittlerweile sind es nicht mehr so viele tatsächlich. Warum kann ich da hin? Bringt nichts. Hui. Ah, hier ist Wasser. Dann ist es wahrscheinlich hier, wo man ertrinken muss für den Erfolg. Aber das lassen wir mal, ne? Guck mal, das ist auch ein bisschen ölig. Ob das noch anfängt zu brennen? Oh, thank Christ. Here it is. Ich zieh mal. Oder? Ja. Back to the winch controls. Ah, gedrückt halten. Und einschalten. There's a fucking understatement. Right. See you on the other side, Kaz. Hope so, pal. Uh-huh. Fucking hope so.
So, und wie komme ich da hin? Zur B-Säule. Darüber. Ja, das sieht auch geil aus. Ah, guck mal. Was? Ah, eine Anleitung. Das ist nicht gut, oder?